Anfang Februar 1945 bereiten sich die westlichen Alliierten auf ihre Großoffensive in Richtung Rhein vor. Die Rote Armee steht an der Oder. Der Untergang des Dritten Reiches ist nur eine Frage von Wochen. Und so haben sich die Führer der Koalition gegen Hitler zu einem Gipfeltreffen auf der Halbinsel Krim verabredet, um in Jalta über die nächsten Schritte zu beraten. Am 3. Februar 1945 trifft der britische Premierminister Winston Churchill auf der Krim ein. Dort wird er von US-Präsident Franklin D. Roosevelt und dem sowjetischen Außenminister Molotow empfangen. Am nächsten Tag beginnt die Konferenz im Livadia-Palast, einer Sommerresidenz aus der Zarenzeit, wo Roosevelt und die Amerikaner auch wohnen. Josef Stalin ist entschlossen, seinen Anspruch auf die sowjetische Kontrolle über Mitteleuropa und den Balkan gegen die westlichen Alliierten durchzusetzen. Churchill dagegen hofft, dass er ein Fanal der Freiheit setzen kann. Die drei Regierungschefs, Roosevelt, Churchill und Stalin, hatten eine sonderbare Dreiecksbeziehung zueinander. Roosevelt vertraute Stalin mehr oder weniger und er war überzeugt davon, dass er Stalin mit Hilfe seines Charmes als Freund gewinnen könnte. Churchill war da sehr viel bestimmter in seinem Misstrauen gegenüber Stalin. Das ging teilweise noch auf die russische Revolution und den russischen Bürgerkrieg zurück. Man muss bedenken, dass Churchill einer derjenigen war, die das Eingreifen der Alliierten in den russischen Bürgerkrieg befürworteten, um die Bolschewiken zu stoppen. Und das hat Stalin nicht vergessen. Er wusste, wo er mit Churchill stand. Er betrachtete ihn als Feind. Roosevelt wiederum betrachtete Stalin als nützlichen Idioten. Da war der Sowjetunion gegenüber wohlgesinnt. Als sich die großen drei am 11. Februar zum abschließenden Gruppenfoto einfinden, hat sich Stalin durchgesetzt. Roosevelt hat ihn zwar vom Kriegseintritt gegen Japan und der Schaffung der Vereinten Nationen überzeugt, doch dafür verlangt Stalin weitere Gegenleistungen. Während der Verhandlungen in Jalta setzte der Generalstabschef der Roten Armee die Westalliierten unter Druck, den Sowjets zu helfen. Denn zu diesem Zeitpunkt befanden sich die meisten der deutschen Panzerdivisionen in den Ardennen, sollten nun aber in den Osten verlegt werden und mit ihnen viele weitere Truppenteile. Die Rote Armee verlangte von den Alliierten, ihr zu helfen, um das zu verhindern. Dass letztlich Dresden als Ziel ausgewählt wurde, lag an den Rangierbahnhöfen und den Verkehrsknotenpunkten in der Stadt. Am 13. Februar 1945 erfolgt der wohl umstrittenste Luftschlag des Zweiten Weltkriegs. Dresden war den ganzen Krieg über von Luftangriffen verschont geblieben, denn es galt nicht als wichtiges Industriezentrum. Trotzdem stand das Juwel des sächsischen Barock auf der Liste der alliierten Ziele ganz oben. Das untergegangene Dritte Reich ist in eine amerikanische, britische, französische und sowjetische Besatzungszone aufgeteilt und wird von den vier Militärbefehlshabern regiert. In Berlin gibt es ab 1. Juli 1945 vier Sektoren für die Siegermächte. Am 15. Juli 1945 landet die amerikanische Delegation auf dem Berliner Flughafen Gatow. Außenminister Burns und Kriegsminister Stimson werden von Vertretern der Sowjetunion empfangen. Darunter sind der Diplomat Andrei Gromyko und der berüchtigte Ankläger der stalinistischen Schauprozesse Andrei Wyschinski. General George Marshall zählt zu den Verfechtern eines raschen Wiederaufbaus mit amerikanischer Hilfe. Er wird 1948 den nach ihm benannten Marshallplan initiieren. Schließlich landet auch die Maschine des US-Präsidenten. Erst seit zwei Monaten im Amt will Harry S. Truman in Potsdam die Weichen für eine gemeinsame Politik der Sieger stellen und sucht die Unterstützung der Sowjetunion für den Krieg gegen Japan, der im Pazifik unvermindert weitergeht. Von all dem wissen die Deutschen so gut wie nichts. Der Ami sagte, hier passiert was, hier wird eine Konferenz stattfinden.
Und wir werden Bescheid bekommen. Schluss. Von Teilnahme. Wir wussten nicht mehr, wo das ist. Potsdam. Die Möglichkeit der Teilung und der Rache lag auf der Hand, zumal es darüber auch schon Gerüchte gegeben hatte. Potsdam wird in diesen Tagen, Mitte Juli 1945, schwer bewacht. During the Potsdam Conference, which was sealed off. Während der Potsdamer Konferenz, die vom sowjetischen Geheimdienst und Polizeikräften vollkommen abgeriegelt war, hatten die Deutschen keine Ahnung, was dort vor sich ging. Es sollte eine große Friedenskonferenz werden, die die Zukunft Europas auf Grundlage der in Jalta beschlossenen Prinzipien bestimmen würde. Doch es gab schon im Vorfeld große Spannungen. Präsident Truman traf Churchill zum ersten Mal. Seltsamerweise hatten sie sich bei Churchills Besuchen in den USA nie getroffen. Churchill war äußerst gespannt, Trumans Haltung kennenzulernen, denn er fürchtete, dass Truman von den Beratern beeinflusst wurde, die sich für ein besseres Verhältnis zu Stalin einsetzten. Vor der Little White House genannten Villa in Babelsberg empfängt Präsident Truman an diesem 16. Juli 1945 den Premierminister. Gedreht wurden diese Szenen von Kirk Lawton, der zur amerikanischen Delegation gehört. Winston Churchill ist ein Regierungschef auf Abruf, denn er hat die britischen Unterhauswahlen am 5. Juli verloren. Nach einem kurzen Meinungsaustausch verlässt Churchill mit Tochter Mary die Präsidentenunterkunft, die noch bis vor kurzem von einem deutschen Verleger bewohnt wurde. Stalin, der in seiner neuen Marschalluniform kam und sich als höchstrangiger der Sieger präsentierte, war natürlich entschlossen, die Potsdamer Konferenz für seine Vision von Europa zu nutzen, das er sich als eine Ansammlung von sowjetischen Satellitenstaaten vorstellte. Natürlich hatte die Bevölkerung Europas keinen Schimmer, was hinter den verschlossenen Türen vor sich ging. Tagungsort ist das Schloss Sizilienhof, in dem vor 1918 der deutsche Kronprinz mit seiner Familie residierte und das von alliierten Bomben verschont geblieben ist. Pressetermin der großen drei auf der Terrasse. Truman zeigt sich bester Laune. Denn er hat rechtzeitig zu Konferenzbeginn ein militärisches Instrument mit Drohpotenzial gegen den Verbündeten aus Moskau bekommen. Unter strengster Geheimhaltung ist auf dem Militärstützpunkt von Los Alamos in New Mexico der erste Kernwaffentest der Geschichte geglückt. The day before the Potsdam Conference opened. Am Tag, bevor die Konferenz begann, trafen sich Truman und Churchill. Truman hatte gerade die Information bekommen, die Geburt des Babys war erfolgreich. Das bedeutete, dass der Test der Atombombe am frühen Morgen in Los Alamos erfolgreich gewesen war. Natürlich war Churchill ziemlich begeistert, denn es war ihm nicht gelungen, seine Vorstellungen durchzubringen. Er wollte die sowjetischen Truppen zurückdrängen und Stalin in der Polenfrage zu Wohlverhalten zwingen. Er glaubte, jetzt habe man die Waffe dazu. Feldmarschall Alan Brooke war entsetzt über dieses Verhalten, jetzt wo die Atombombe nicht mehr nur eine Möglichkeit, sondern Realität war. Truman war hocherfreut, dass er die Neuigkeit Stalin mitteilen konnte. Er schien zu glauben, Stalin habe gar nicht verstanden, worüber geredet wurde. Doch Stalin wusste es nur zu genau, denn Geheimdienstchef Beria hatte ihm die Informationen gegeben, die er von seinen Spionen beim Manhattan-Projekt bekommen hatte. Vor Konferenzbeginn macht Präsident Truman Stalin seine Aufwartung. Kirk Lawton filmt die historische Begegnung mit seiner Kamera. Beiläufig fragt US-Außenminister Burns den sowjetischen Diktator, ob er etwas über den Verbleib Hitlers wisse. Stalin äußert sich ausweichend, obwohl er längst die Wahrheit kennt. Offiziell verhält sich die Sowjetunion Japan gegenüber noch immer neutral. Und so spielt am Verhandlungstisch in Sizilienhof der Pazifikkrieg eine wichtige Rolle. Weil Stalin endlich Tokio den Krieg erklären soll, ist vor allem der US-Präsident zu Kompromissen bereit.
In Sizilienhof darf Kirk Lawton von der Galerie aus filmen. Inzwischen vertritt der Sieger der britischen Unterhauswahlen, Labour-Premierminister Clement Attlee, Großbritannien. Man wird sich schließlich einig. Die Potsdamer Konferenz legalisiert eigentlich eine Nachkriegsordnung, also die Demobilisierung, die Denazifizierung, die Demontage und dergleichen. Keiner hat im Sommer 1945 an eine Gründung der Bundesrepublik Deutschland, an ein Grundgesetz, an ein Wirtschaftswunder, an die soziale Marktwirtschaft oder dergleichen denken können. Das war völlig außerhalb der Vorstellungskraft. Die Menschen haben diesen Krieg geführt, auch durchlitten. Sie nehmen natürlich ihr eigenes Leiden jetzt in den Vordergrund, das ist klar. Und da ist das tägliche Überleben so wichtig, mit Ausnahme von ganz, ganz wenigen politischen Köpfen. Die Masse denkt da einfach überhaupt nicht irgendwie politisch. Die Sieger verständigen sich darauf, dass Deutschland nicht aufgeteilt wird. Der Westen akzeptiert Stalins Forderung nach der Abtrennung Ostpreußens und der Gebiete östlich von Oder und Neiße. Das Land soll völlig abgerüstet und entmilitarisiert werden. Die Deutschen müssen Reparationen leisten. Dann haben wir gelesen, wie Potsdam hier passierte. Gesehen von den Leuten, die da hierher kamen, nichts. Aber gelesen und ich weiß noch genau, mit größter Genugtuung, Wiedererleichterung, haben wir gesagt, das soll es schon gewesen sein. Na gut, dass wir keine Waffen machen dürfen, ist doch klar. Wollen wir auch gar nicht, hatten genug von Waffen. Das Wichtige war, wir werden als Einheit behandelt, Deutschland wird nicht geteilt. Niemand war nach diesem Gefühl der Erleichterung der Auffassung, dass das Schlimmste und oder gar die Teilung oder gar ein kalter Krieg vor uns lag. Eine Berlinerin schreibt damals in ihr Tagebuch: Große Schlagzeilen in den Zeitungen. Das Potsdamer Abkommen. Gemeinsame Politik in allen Besatzungszonen. Einigung über die Friedensordnung in Europa. Ein Stein fällt uns vom Herzen, also kein neuer Krieg. Gemeinsamer Aufbau und gemeinsame Ordnung. Das Schlusskommuniqué betont, die Staatsmänner verlassen die Konferenz mit der neu gestärkten Zuversicht, dass die Regierungen und Völker ihrer Länder in Verbindung mit den anderen Vereinten Nationen die Schaffung eines gerechten und dauerhaften Friedens gewährleisten werden. Es klingt fast zu schön, um wahr zu sein.